So, wieder ein Kampf. Genau. Und wir haben jetzt eine kleine... Ganz kleine? Veränderung. Ja, ein bisschen. Weil wir spielen nämlich gerade nicht. Wir müssen nachsprechen, da wir technische Probleme hatten. Genau. Und das könnte sich zwischendurch ein wenig komisch anhören. Ach was, wir können auch so auf die Dings eingehen. Wir können ja so tun, als würden wir spielen. Genau. Wow, hab ich dem gerade Schaden gemacht. Oh, Vorsicht, Pfeil. Ja. Wo waren wir denn hier gerade nochmal? Das ist doch... Ist das nicht die Bayro-Grube noch? Also diese... Ne? Ja, da steht dieses komische Monument, was sie da... Ach ja, dieser komische Fick-Zauberer, ne? Ja. Irgendwas. Da hätte ich keine AP mehr. Ja, das kommt ja bei denen recht häufig vor. Ich meine, ich Idiot. Fein provozieren. Genau, da hatte ich dir, glaube ich, nur gesagt, ja, mach. Ja. Nein, dann auch noch daneben gehauen. Ja. So, nein. Ja, aber das ist ja kein wirklich starker Gegner, von daher. Nicht wirklich, ich bin ja nicht gestorben. Ja. Das ist jetzt nur ein Zauberer gewesen, ja. Oh ja. Ja, voll weggehauen. Komm. Ja. Wir reden fast gar nicht und ganz komisch. Doch. Wir wissen halt nur, wir können halt nicht so gut auf die Situation eingehen. Genau. Ja, jetzt gab es erstmal einen Aufstieg für Idrial und da wird jetzt erstmal schön die Kiste aufgemacht. Ja, und boah, dann gelevelt. Ich wusste es noch. Und dann, ja, wird gelevelt. Ja. Gelevelt wurde ja schon, aber jetzt werden die Sachen verteilt. Ja, guck, jetzt bist du Level 25, deswegen hast du 3. Ja. Also immer bei... Genau. Ja, müssen wir uns echt nochmal für den Tipp bedanken, ne? Ja. Voll korrekt. Die Erklärung. Ja, also ja. Der Erklärbär. Ja, genau. Ja. Endlich wieder da raus. Ja, und wir befinden uns jetzt mittlerweile immer noch in Moria, auch bei unserem Spielstand, wo wir jetzt gerade sind. Bringt ihre Kriegstrommeln zum Schweigen! Wir müssen aus der Distanz angreifen! Und schnell! Je länger wir zögern, desto mehr Orks folgen den Trommeln! Ja, dieser Trommler. Trommler, Trommler. Wie gesagt, der holt immer neue Orks und den müssen wir schnell ausschalten, sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Ja, kriegen wir irgendwann echt ernste Probleme. Ja. Ich habe immer noch keine AP. Ja, weil du nicht gelevelt hast. Ja, das hat heute auch noch. Ja. Ja. So ist er voll. Eben. Naja, egal. Wow, das war knapp. Ja, war richtig knapp. Das ist das gerade eingesetzt. Also damals. Ja. Also. Ne? Da. halt. Ja, jetzt wird erstmal ein bisschen AP hier mal genascht. Ja. Das heißt genascht, eher geraucht. Stimmt. Ja, jetzt schwebt im siebten Himmel. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Sollen wir ein bisschen über den Hobbit erzählen, der jetzt bald im Kino anläuft? Ja, was soll man darüber erzählen? In 2 Tagen kommt er ins Kino. Ja, nee, eigentlich morgen. Premiere ist morgen. Ja, okay. Am Donnerstag ist er dann regulär im Kino, aber morgen Abend ist große Premiere und ja, da gibt's den Hobbit. Ja. Was erwartest du denn vom Hobbit? Ja, also ich weiß, was ich kriege. Eine andere Synchronstimme bei Gandalf. Ja. Aber ich hoffe, dass der Hobbit nicht so ist wie das Buch. Weil ich habe das Buch gelesen und bei jeder 10. Seite wird, glaube ich, über 3 Seiten gesungen. Ja, das war auch bei Herr der Ringe so. Das lassen die eigentlich mal raus. Ich hoffe, also ich glaube da wirklich an Peter Jackson und seine Filmkunst. Ja, wobei der hat es ja mit dem Hobbit von Anfang an nicht wirklich leicht gehabt. Ne, der Hobbit, der ist echt ein hartes Stück. Ja, nicht nur deswegen, weil der hatte auch Probleme mit dem Studio und so, weil die dem seinen Anteil von Herr der Ringe nicht bezahlen wollten und dann wollten die den Hobbit nicht finanzieren. Dann gab es noch irgendeine Tussi, die sich dagegen, also irgendwie so eine Vorsitzende in Neuseeland, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, die wollte das irgendwie nicht zulassen, dass sie das drehen, weil die Peter Jackson für... irgendwie Kacke oder weiß ich nicht, irgendwas hat hier gegen den. Mhm. Und jetzt wird ihm vorgeworfen, er sei ein Tierquäler. Weil ein Pferd gestorben ist. Nee, es sind mittlerweile mehr. Oh, wieso sind die gestorben? Weiß ich nicht. Es ist natürlich nicht schön, aber... Naja, es gibt genug vorkommen. Pferde. So. Naja. Jetzt wurde es gesagt. Ja. Voll live und so. Ich denke mal jedenfalls, dass ich glaube... Man kann nicht enttäuscht werden vom Hobbit, wenn man nicht da reingeht und erwartet, dass es besser wird als Herr der Ringe, weil das ist sowieso schwer. Ja. Ich warte mir einfach einen guten Film, aber ich glaube nicht, dass er Herr der Ringe wird. Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann hey, dann bin ich der Letzte, der meckert. Ja, also ich glaube nicht, dass er mehr Oscars absahnt als der letzte Herr der Ringe Teil. Ich glaube, es gibt nur 2 mehr und da ist einer mindestens bei für animierte Filme. Der andere war, glaube ich, für Kurzfilme oder so. Naja, jedenfalls hoffe ich mal, dass Peter Jackson jetzt nicht auf die George-Lucas-Schiene fällt und alles nur noch per Greenscreen oder Bluescreen macht. Ja. Aber ich glaube nicht eigentlich, der hat ja
Es war also immer sein Motto, dass er so viel wie möglich real dreht. Oder mit halt Miniaturen. Eben, ja. Das war jetzt ein bisschen Zeit weg. Ja, jetzt sind wir langsam mal beim Trommler, oder? Ja, aber da ist jetzt erstmal so ein fucking Zauberer. Ja. Aber ich glaube, wir können da schon den Trommler angreifen. Und zwei von den Dingsviechern. Ja. Da kann ich schon gegen angreifen. Sieh mal einen an, hab ich schon wieder vergessen. Ja, wie war das, glaube ich? Ich glaube, wenn man... Ja, muss erst vorne die drei weg, deswegen war ich da die ganze Zeit so am Klicken. Ja. Genau, erst die vorne die drei weg. Und danach, wenn man sich dann, glaube ich, nicht schnell mit genug Bewegung... Boah, hat die da einen weggehauen. Ja, aber es hat Feuerfieber. Ja. War ganz schnell so... Erstmal in Sicherheit. Ja, definitiv. Ja. So. Weil da kramst du mich jetzt auch. Ja, das ist nicht der. Ach nee, weil dieser... K.O.-Schlag heißt der. Ja, stimmt. Aber er sieht so ähnlich aus. Ja. Ein bisschen hier Feuer. Ja. Ähne wie eine Miste. Bam. Ich verbrenne dich. Wo sind wir eigentlich aktuell? Wo sind wir immer noch? Ach, wir sind jetzt in Ostmoria. Nee, Westmoria. Nee, Ostmoria. Ja, das ist auch schon Ostmoria. Ja, aber ich meine, wir sind jetzt da in dieser komischen Klapperbrücke, ne? Kann sein. Ja, ich glaube. Ich weiß, dass wir glaube ich, ein Schwert, also später ein Schwert finden werden. Ja, also wir haben, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viele Moria. Kommt noch ein bisschen was, aber... Ja, so ein bisschen einmal im Kreis laufen fast und... Oh, ja. Idreal! Ja. Du bist so schlecht! In ihrer Bestform. Ja. Definitiv. Naja. Manchmal geht's scheiße und manchmal geht's gut. Ja, für uns sieht's gerade gar nicht mehr so gut aus. Wir sind alle im gelben Bereich. Mhm. Aber ja, das kriegen wir hin. Ich glaube an uns. Oh, du, deine AP sind ganz schön mager. Ja. Ja, super. Hast du denn nicht. Ich glaube, da hast du, glaube ich, gewechselt in den Kampf, ne? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Verdell mal was. Das kann sein. So, jetzt aus die Maus hier. Ja, genau. Habe ich nicht gewechselt, um den Trommler zu treffen? Ich glaube schon. Weil Beretor gar nichts damit. Und? Ja, da warst du gerade am Überlegen. Ja. Tatsächlich. Ja. Hab ich doch gesagt, da siehst du unschön den gezielten Schuss, der daneben ging. Nein, Spaß. Nee. Ich weiß gar nicht, wer ihn getötet hat, komplett. Nee. Ja, aber der hat ordentlich was abgezogen. Ordentlich, ja. Ich glaube, das soll es dann besiegeln. Ja. Ja. Definitiv. Das war's mit dem Trommler. Ja, Problem gelöst. Genau. Und weggewaschen. Ja. Definitiv. Wow, guck mal, ein Einsatz hier und direkt ein Aufstieg. Wow. Ja, und Beretor auch. Ja, die dafür, dass er rausgegangen ist. Aber der hat ja vorher schon. Oh, und dafür kriegt er sogar noch was geschenkt, der Feigling. Ein Bauchreifen. Hab ich den eigentlich angelegt? Oder haben wir es vergessen? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt sehen. Ja, ich kann mich da gerade gar nicht dran erinnern. Ich glaube, wir haben den angelegt. Müsste. So was vergisst man nicht. Ja, sieht gut aus. Ja. Oh ja. Definitiv, der ist angelegt worden. Ja. Sieht doch ein bisschen besser aus. Bisschen, passt jetzt so. Ach ja. Moria, bitte. Wir werden dich nicht vermissen. Wobei, wenn ich da so an spätere Kapitel denke im Spiel, dann werde ich Moria doch vermissen. Welche Kapitel? Was meinst du? Zum Beispiel die zerstörte Stadt. Ach so. Gut, die ist ein bisschen scheiße. Ja. Nervt ein bisschen, weil du die ganze Zeit gerade ausrennst. Und die Stadt danach wird erst am Ende relativ gut. Davor ist es aber auch rumgerinnen. Ja. Und zum nächsten. Naja, das Finale ist allgemein ein bisschen schwach, muss man leider sagen. Ja. Und das, was nach dem, ne, kommt. Ganz kurz vorm Ende. Ja. Und nur noch gerade ausläufst. Ja, genau. Da kannst du wirklich nur noch gerade auslaufen. Ja. Ja, also. Und das auch nur 2 Meter. Und dann kommt wieder das nächste. Ja. Egal, wir nehmen jetzt schon wieder zu viel vorweg. Genau. Ihr werdet es ja irgendwann sehen. Quasi. So, wo sind wir denn da? Da? Oh, genau, da haben wir aufgehört. Haben wir? Ja. Haben wir tatsächlich da aufgehört? Ja, das sieht tatsächlich so aus. Ja gut, dann sagen wir mal, ja, war bei und haut rein bis zum nächsten Teil. Und dann ist es auch wieder live kommentiert. Aber genau. Wir holen uns noch die Kiste, sehe ich gerade. Ja. Da gibt's dann richtig schöne Kommentare, die dazu passen. Oh, eine Gürtelschnalle. Ich glaube, die hatte ich nicht angelegt, oder? Doch, klar. Sowas lassen wir nicht unangelegt. Nee, manche Sachen legt man nicht an, wenn die so schlecht sind. Ach so, das meinst du. Ja, aber gucken sie uns wenigstens an. Oh, ja, die hatte ich angelegt. Das sehe ich jetzt schon. Ja, mehr grün als rot sieht immer gut aus. Ja.
Voll lange am Überlegen. Mach ich's nicht? Da waren wir, glaube ich, gerade am Diskutieren. Ja. Weil wir so gezählt haben, was so wo weggeht. Bei Rüstung geht zum Beispiel krass runter. Ja. 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 Da war dann. Ja. Da war es dann doch besiegelt, dass wir es lassen. Ja. Ja, gut. Falls wir dann im nächsten Tag keine technischen Probleme haben, hört uns dann wieder live. Und genau. Sonst wieder so wie gerade. Genau. So ein bisschen stümperhaft. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Teil. Ja. Der kommen wird. Versprochen. Bis denn. Bis dann. Uah.